Zo, dames en heren, volgers van het Vlaams Bijeninstituut. We zitten hier op de bijeenkomst. Ja, een fantastisch evenement. En we hebben internationale gasten. We hebben zelf mensen die helemaal vanuit Denemarken komen om hun kasten te presenteren. Ik heb de eer en het genoegen om toch wel even met de dame van dienst een gesprek te hebben. En ik zal het proberen in mijn beste Duits. Dus volgt u even met me mee. Also, guten Tag. Alles goed is met Ihnen? Ja, wunderbar. Wir freuen uns sehr, dass wir hier eingeladen wurden. Es ist wunderbar, ein ganz toller Tag. Also danke. Also, Sie haben etwas sehr Spezial für uns. Es interessiert mich enorm. Können Sie mich was informieren? Sehr gerne. Also wir haben diese Beuten entwickelt, weil wir nicht mehr mit Chemie imkern wollten. Wir wollten völlig treatment-free Beekeeping machen, das heißt ohne jede Chemikalien. Und dabei ganz und gar auf die Bedürfnisse der Bienen eingehen. Mhm. Artgerechte Bienenhaltung at its best. Sehr schön, sehr schön. Also ohne Chemikalien. Wie geht das? Ja, da gibt es viele Faktoren, warum das funktioniert. Wir haben auch sehr, sehr lange recherchiert. Wir waren in Museen, wir waren in Bibliotheken. Wir haben das ganze alte Imkern wieder aufgeholt. Mhm. Und haben dann angefangen zu experimentieren, zu bauen, bis wir so weit waren, dass es richtig gut funktioniert hat. Und jetzt imkern wir seit 2013 selbst so. Seit 2018 sind wir auf dem Markt und haben jetzt Beuten in ganz Europa in jeder Klimazone stehen. Also die Beuten sind schon 10 Jahre in Gebrauch. Ja. Und wie geht es mit einer Beute so? Also das kann ich genau erklären. Die Beuten sind ja aus Naturmaterialien und diese Materialien haben den Vorteil, die sind entfeuchtend und die Varroamilbe kommt ja aus den Tropen. Dort ist es sehr feucht und sobald sie die Feuchtigkeit unter einem bestimmten Level haben, geht auch die Anzahl der Milben unter die Schadschwelle. In einem hohlen Baum ist so, dass eigentlich ein Baumstamm besteht eigentlich aus einem Bündel Kapillaren. Het leven zit aan de zijkant, maar aan de binnenkant zijn dat structuren, capillaire structuren. Bijen gaan dat weliswaar een stuk dicht propoliseren, maar wat blijkt, en dat is uit studie van onder andere Torbe Schiffer, dat heel wat vocht wordt weggezogen via die capillaire. En waarbij dat er eigenlijk een stabiele luchtvochtigheid ontstaat van een 43%. Als je de strooie korf gaat bekijken, dan zie je dat daar een gemiddelde luchtvochtigheid is van een 46%. Dat is een 3% verschil, maar dat gaat toch heel dicht richting Hollenboom. Als men de moderne kasten gaat bekijken, of dat die, onder andere omdat die multiplex heel dikwijls gemaakt zijn, maar ook de gewone houten kasten, dan zitten daar met een luchtvochtigheid een gemiddelde van 83%. Vroeger imkerden imkers met jute zakken op hun kasten, lattekes, we spleten erin en jute zakken erin, dat werd dan ook wat dicht gepropoliseerd. En daarop kwam dan een deksel met 4 gaten met roosterken, waarbij dat je dus ook een dampscherm had, waarbij dat vocht gemakkelijker wegging. Maar ja, in de jaren 70 is men dan massaal overgestapt op dekplanken, plastic, weet ik veel wat. Waardoor dat we eigenlijk een klimaat krijgen waarbij dat de luchtvochtigheid vrij hoog is. En twee dingen gaan elkaar hand in hand. Dat is eigenlijk de warmtehuishouding en de luchtvochtigheid. Hoe warmer dat in een kas is, hoe meer lucht dat het kan bevatten. En hoe gemakkelijker dat bijen dat ook kunnen ventileren. Maar als je op een gegeven ogenblik een kast hebt waarbij dat je warmtehuishouding niet goed zit en waar dat je in de kanten van de kast koude vlakken krijgt, dan gaat zich dat vocht daar afzetten waarbij dat je nog versneld zelfs water in je kast kunt hebben. Hè. En bijen hebben het met luchtvochtigheid regelen niet zo gemakkelijk. Op het moment dat hun honing heel vloeibaar is, ze gaan die honing kunnen ze wel heel goed detecteren. En zolang dat die honing vloeibaar is, zullen ze gaan indampen. Maar op het moment dat al de honing ingedampt is en je krijgt daar een bepaalde luchtvochtigheid in je kas, dan vallen ze vast stil.
Temperatuur daarentegen kunnen ze wel zeer goed meten. En dan komen we aan een ander punt, dat is blijkbaar zullen varroa's, wanneer dat het wat frisser is in een kast, en dan bedoel ik daarmee naar de 32 graden gaan, in die zones waar dat er dus 32 graden is, veel gemakkelijker gaan reproduceren als dat een kast bijvoorbeeld 35 graden is. Ja, dat is één punt. En het blijkt ook dat wanneer dat de luchtvochtigheid stijgt, de reproductie van de varroa's in het voordeel is. Dus hoe droger dat een kas is en hoe warmer dat is, hoe minder gemakkelijk dat uw varroa zal reproduceren. Also tut mir leid, aber ich denke, das ist ganz komplex für ja, ein Imker wie mich. Ist diese iets für jeden? Auf jeden Fall. Ja. Wir liefern nicht nur hier die Hardware, das ist die Basis für das artgerechte Imkern. Wir liefern auch die Software, nämlich das ganze Wissen. Wir geben Kurse, Seminare, wir beraten Gemeinden, wir beraten Vereine, wir beraten Verbände und wir beraten inzwischen sogar Regierungen. Wir machen zum Beispiel in Mallorca jetzt ein Projekt zur Rettung der Bienen, weil wir eben das gesamte Konzept haben, nicht nur die Hardware, sondern auch das Wissen, dass man installieren muss natürlich. Also, aber es ist nicht kompliziert, es ist sogar einfacher als das normale Imkern. Also, wann ist es so einfach? Können Sie mich dieses Mal schauen? Also, ich zeige Ihnen mal, wie es funktioniert, sehr gerne. Das ist jetzt natürlich die beste Beute, die wir haben. Die steht auch bei der Königin Margarete im Vorgarten von Frederiksburg. Und warum das funktioniert, ist Folgendes. Zum einen ist die Beute diffusionsoffen. Das ist eine Klimafunktionsbeute, die wir entwickelt haben, damit wir die Feuchtigkeit rauskriegen. Das ist jetzt hier das nordische Schilfstroh. Das hat die besten Entfeuchtungseigenschaften, die es überhaupt gibt. Und da entweicht ständig die Feuchtigkeit raus. Ja? Auch hier oben ist noch eine Klimamatte. Da sehen Sie auch, da geht auch die Feuchtigkeit raus. Und hier sind Schlitze. Da wird das abgeführt und hier geht es direkt raus. Und auch hier unterm Dach sind Schlitze, da geht auch die Feuchtigkeit raus. Das zweite ist, die ist sehr klimastabil, das heißt, die hat hervorragende Isolierungseigenschaften. Und das ist ja wichtig für das Brutnest, dass die Temperatur möglichst stabil ist, dass die Temperatur von außen nicht wie in den üblichen Beuten heute auf das Brutnest durchschlägt. Warum? Weil die Brut soll stabil sein, damit gute Bienen rauskommen, stabile, gesunde Bienen. Also bei euch in Dänemark ist es kalt, aber Mallorca hast du auch gesagt. Ja, es steht in allen Klimazonen inzwischen. Aber das größte Problem in all diesen Ländern, vor allem wo wir unsere Projekte haben, ist die Feuchtigkeit, das Meer. Wir leben am Meer in Dänemark, viel Feuchtigkeit, vor allem bei dem Umschlag von Tag auf Nacht. Und das ist eigentlich in ganz Nordeuropa so, aber auch eben alle Länder, wo Meer oder Fluss ist. Bei uns, dieses andere Projekt ist in Italien, in der Po-Ebene, auch eine furchtbare Feuchtigkeit. Und da schauen wir jetzt, ob sich die Beuten auch im Süden bewähren. Sie werden es tun, aber wir müssen es natürlich belegen. Also die Feuchtigkeit bleibt immer gleich? Genau, die Feuchtigkeit ist so, dass sie fürs Brutnest ausreichend ist, aber so trocken, dass es die Varroa nicht aushält. Und im Grunde halten wir heute in den normalen, herkömmlichen Beuten die Bienen viel zu feucht. Sie wissen ja, wenn man die Folie abzieht, dann sieht man die Feuchtigkeit. Es ist Moder in der Beute, nach dem Winter Schimmel in der Beute. Dann sieht man schon, das ist eine zu feuchte Beute. Und die Varroa ist ebenfalls nur eine Indikation für eine zu feuchte Beute. Wir müssen also aufhören, die Varroa zu bekämpfen, sondern an die Ursachen gehen, an das Klima in der Beute. Sehr schön, sehr schön. Also 10 Jahre haben Sie schon diese Beute. Ja. Wie geht es mit den Varroa? Also mit der Varroa, die verschwindet quasi mit der Trockenheit. Je trockener, wir haben hier eine Studie, da sieht man genau, dass die Varroa runtergeht, je trockener die Beute ist. Und das Zweite, warum die Varroa da nicht drin ist, das ist eine sehr interessante Sache. Und zwar sehen Sie, innen ist alles mit Schilf ausgekleidet. In einer herkömmlichen Beute können die Bienen nicht propolisieren. Ja. Es gibt aber sehr viele Studien, die sagen, die Bienen
machen erst nach der Propolisierung, wenn alles vollständig propolisiert ist, wie im hohlen Baum, fangen sie erst an, sich zu putzen. Mhm. Sie machen dann erst das Grooming. Das heißt, sie brauchen diese Phase, wo sie propolisieren. Mhm. Wenn die Phase fehlt, haben die das Gefühl, wir sind nicht eingezogen. Mhm. Und sie beißen sich die Varroa nicht vom Körper. Sobald sie propolisiert haben, fangen sie an, sich zu putzen. Sie machen Recapping, holen also die Varroa-befallenen Maden raus. Mhm. Ja? Das machen sie vorher alles nicht. Mhm. Und sie beißen sich gegenseitig die Varroa vom Körper. Aber dazu muss propolisiert sein. Und hier haben wir die Möglichkeit, dass die Bienen propolisieren können. Und deswegen haben wir hier auch ein ganz anderes Volk mit einem ausgesprochenen Putzverhalten. Also das ist ein ganz natürlicher Prozess. Ja, genau. Wir haben nur recherchiert, was in den Studien schon da ist. Und Sie haben bewegende Materialien. Also ein Bienen soll propolisieren. Geht das immer so oder kommt es fest nach ein Jahr? Also wenn die, das wird nicht fest. Das ist ganz einfach. Da haben wir hier, hier diese kleine Zwischenteil. Zum Abschließen. Ja. Ja, das ist einfach, damit hier nicht propolisiert wird. Aber mit dem Propolisieren ist so, die propolisieren gar nicht so viel in den Zwischenräumen, wenn sie überhaupt propolisieren können. Mhm. Wir haben nämlich auch gedacht, man bräuchte hier vielleicht ein Messer, das haben wir aber nie gebraucht. Ja. Wenn wirklich mal ein bisschen fester ist, ja, nehmen wir ganz normal, wie beim normalen Imkern, das hier und hebeln das so ein bisschen auf, ja, und dann bricht das auch. Oder wenn man dann die Schubladen ein bisschen rüttelt, geht es auch auf. So, oben ist jetzt hier der Honigraum und der Brutraum, wie immer. Und dann ist noch ein ganz wesentlicher Faktor, wenn ich das noch eben erklären darf. Gerne. Und zwar, wir haben hier ein rundes Einflugloch. Ja. Und das bedeutet, es ist ein ganz anderes Volk. Hier kommen die Bienen so rein wie auf einer Schnur, wie die Flugzeuge. Und da sitzen die vier Wächterbienen. Die müssen, jede einzelne wird hier identifiziert, die müssen ihren Ausweis zeigen. Und das passiert nicht in einem normalen Bienenstock, wo hier alles offen ist. Da sitzen die Wächterbienen hier, hier, hier und hier. Ja, das stimmt. Und sie haben nichts zu tun. Ja. Und da ist so, wenn die da sitzen, dann sehen die zum Beispiel, oh, die hat Varroa. Ein Volk, das selbst keine Varroa hat, sieht, wenn eine Biene mit Varroa kommt. Ein Volk, das überall Varroa hat, da sagen die, das ist normal. So, eine Biene mit Varroa bei einem Volk, das keine Varroa hat, kommt nicht rein. Ah. Als je naar den hollen boom gaat kijken en een opmerking, en daar is ik ben het niet altijd 100% eens met wat dat Torben Schiffer soms schrijft, maar dat kun je hem niet afpakken. Hij is tot inzicht gekomen dat bijen enorm bestudeerd werden, we weten er heel veel over, maar zegt hij, het zijn altijd beheerde volkeren geweest. We hadden dus eigenlijk weinig of geen inzicht van wat dat die bijen eigenlijk doen in de natuur en in een hollen boom. Dat is één. De tweede zaak is dat we nu 40 jaar en langer met alle mogelijke chemie in ons kasten bezig zijn, waarbij dat we één, niet meer zeker zijn van hoe het microbioom in een bijenkas in elkaar zit. Is dat verschoven tegenover vroeger? Zitten daar andere bacteriën nu in? Want melkzuurbacteriën bijvoorbeeld zijn zeer gevoelig voor pH-schommelingen. We weten dat niet. Men is dan gaan kijken in een hollen boom. Men heeft daar heel wat vaststellingen gedaan. Men heeft dan voor de eerste keer eens goed gaan vaststellen om tot bijenbrood te komen, bijvoorbeeld welke bacteriën zijn daar, worden daar gebruikt. En dat zijn er heel wat, ik geloof een 17-tal. En dan luchtvochtigheid, warmtevochtigheid is men gaan bekijken. En dan iets heel interessant, dat is de insecten die in symbiose leven met je bijen. Want wij hebben het dan heel dikwijls over varroa en andere mijten en dergelijke meer die we als schadelijk zien, maar we vergeten één ding, dat er heel wat insecten in symbiose met die bijen leven, die bijvoorbeeld leven van schimmels. Er is een heel klein insectje
dat met het bloot oog niet te zien is, moet je weten, een cel onderaan, het is warm in de kast, ideale omstandigheden om labo-omstandigheden gaan we namaken om bacteriën te gaan kweken en schimmels te gaan kweken op die manier. Onderaan in de cel rijk aan eiwitten, daar zitten larven in. Daar gaan aan de rand van die eiwitten gaan zich schimmels gaan vormen. En dat, dat insectje daalt dus af in die cel en vreet eigenlijk die schimmels weg. Er zijn ook nog andere, men vermoedt, zeker weten doet men dat niet, maar als je bijvoorbeeld een raam hebt met stuifmeel en je zet dat een week aan de kant en je komt na een week terug, dan kun je het stof er allemaal uit uitschudden. Dat zijn de stuifmeelmijten die eigenlijk stuifmeel aan het verobberen zijn geweest en eigenlijk zijn de feestjes van hun mijt aan het uitschudden. Nu laat dat raam in een bijenkast zitten, dan heb je dat niet voor. Nochtans, er zitten heel wat mijten in die bijenkast ook. Bijen houden dat blijkbaar onder controle en dat is een heel interessante piste. Blijkbaar zouden bijen dat tolereren en die even laten kweken en ze dan opeten, omdat ze op die manier aan dierlijke eiwitten komen. Maar dat zijn pistes die eigenlijk nog niet echt goed onderzocht zijn en waar dat men eigenlijk nog niet het fijne van weet. Een van de redenen, dat is ook zo'n een piste die men bedenkt is, we hebben in ons kassen altijd werksters zitten die eieren leggen. Dat zou ook een reden kunnen zijn om de zusters van dierlijke eiwitten te voorzien. Maar wij weten heel veel van bijen, maar dat soort zaken, hè, dat is nog altijd een grijze zone, daar weten we eigenlijk niet veel van. En ik denk, naarmate dat er terug die dieren die we nodig hebben, dus die insecten die we nodig hebben, die in symbiose gaan leven met de bijen, dat de bijen die ook gezonder maken en dat ons volk er terug gaan gezonder zijn. Het kan niet anders als je met een hele hoop chemicaliën bezig bent, dat dus heel dat milieu veranderd is. En onze bijen zullen zich ook aangepast hebben aan dat milieu, waarbij dat je dus gedragingen zult hebben die er voordien niet waren. En de vraag is of dat dan wel de goede gedragingen zijn. En ik denk dat dat het succes is van de bijenvolkeren in een holle boom. In de schild leven hoogstwaarschijnlijk ook andere kleine dieren, onze symbionten. Wie geht das? Also das ist tatsächlich so, wir bieten hier einen Lebensraum für bis zu 6000 verschiedenen Klein- und Kleinstlebewesen, zum Beispiel den Bücherskorpion. Der lebt mit den Bienen in Symbiose. Der Bücherskorpion ist ganz wichtig, auch als Indiz, dass die Beute trocken genug ist. Und der frisst auch die Maroen. Er frisst sie nicht Unmengen, aber er ist ein Teil des Systems. Und er sollte in der Beute sein. Also allen zusammen in einer Harmonie. Genau. Die Symbionten gibt es ja seit Tausenden von Jahren. Die leben mit den Bienen zusammen. Und in der Geschichte wurde dann plötzlich auf einmal war das wichtig, dass die Beute blitzblank sauber ist. Und damit wurden die alle vernichtet. Die werden auch immer wieder vernichtet, wenn man damit Säuren arbeitet. Dann macht man natürlich die Symbionten alle kaputt. Und damit kommen auch die Krankheiten, weil die Symbionten halten die Bienen gesund. Dann hat man ein bestimmtes Habitat, ein bestimmtes Mikroklima, was ganz wichtig ist, weil die Bienen haben dann ein bestimmtes Mikroklima auf dem Körper und im Darm, im Körper. Und das hält sie gesund. Das ist wie bei uns zum Beispiel mit unserem Darm, das muss ein bestimmtes Mikroklima haben, dass wir gesund sind. Oder zum Beispiel bei der Kompostierung, da kommen auch die Tiere von selbst. Und der Bücherskorpion kommt auch von selbst. Und alle Tiere kommen von selbst in die Beute, wenn sie den Lebensraum finden. Ik kom dus heel veel bij Noël de Schrijver. Noël de Schrijver is nu al bijna 10 jaar toch met varroa-resistente bijen bezig en behandelt al 10 jaar niet meer. Daar hetzelfde fenomeen. Hè. Wat je dan allemaal ziet rondlopen, hè, dat geloofde dus niet. En dat is hetgeen dat we zien. Het zou nog boeiender zijn om dat allemaal eens onder de microscoop te plaatsen en eens te kijken wat we dan gaan zien. Er is een Amerikaanse website die dat opleist. Maar wij zijn er hier eigenlijk niet veel mee, want in Amerika vliegen daar insecten rond die wij niet kennen. Dus. Maar daar is ook dus een symbiose ontstaan met dat weliswaar andere insecten, maar
ja, we zijn dat dus kwijt. En in de korf werd dat ook dikwijls gemeld. Hè. Dat is beschreven ook, hè, in de oude literatuur. Boekenschorpioenen zeker en vast, maar ook nog andere insecten die dus in de korf aanwezig zijn. Slakken. Mistenbedden. Slakken, maar slakken ook. En dan, ah, vieze slakken. Ja, laat die slakken doen alstublieft. Die kruipen, heel raar, hè. Op het moment dat je dus een broedbol hebt, en hier hebben we ramen die dode bijen die er van onder liggen, hè. Die slakken komen die allemaal opeten. Dat is eigenlijk uw poetsdienst. En naarmate dat die broedbol begint groter te worden, hè, duwt dat als het ware die slakken terug buiten, en je ziet geen slak meer. Dus ja, dat zijn dan wel naaktslakten, hè. Geen huisjeslakken. Ik zeg dikwijls, waar zitten we eigenlijk ons mee te moeien? Die bijen doen het al 32 miljoen jaar, ze weten het beter dan wij doen. Ja, ja. Ja, het is ja, zeer interessant, want daar heb ik niemal op deze wijze over nagedacht. Maar we hebben nu het seizoen des Schwärmen. Wir können das Schwarmimkern so vereinfachen, dass jeder so imkern kann. Vor allem, man muss nicht den Stock teilen. Ja? Das Teilen heißt Varroa-Zucht. Aha. Das muss einfach mal klar sein. Und wir brauchen das Schwärmen, da ist ja die brutfreie Zeit. Ja. Und da ist das alte Volk ist erstmal Varroa runter. Aha. Und beim neuen Volk sowieso. Ja? Das ist ja bekannt. Und beim Schwärmen, das ist nicht so, dass das schwierig wäre, sondern wir haben hier ein Tool. Das wird auch hier, das gibt es auch hier. Das macht man hier vor. Mhm. Dann geht die Königin, die sucht das Licht, ja. Die geht nach oben, setzt sich da rein. Ihr macht Pheromone. Ja. Und dann machen wir das, also das kommt dann hier der Schwarm dran und legt sich an. Das kann man hier vor das Loch machen und wenn dann Schwarmzeit ist, lässt man erstmal offen. Bei Schwarmzeit macht man es dann runter. Da ist es dann praktisch zu und da kann der Schwarm nicht raus. Und da legt sich der Schwarm an. Ich nehme das Gitter abends, wenn ich nach Hause komme, mach wach und tue das in meine Kiste. Ja, ja, ja. Ich muss nie wieder das praktisch Schwarm vorwegnahme. Ja? Also dann haben Sie ein kontrolliertes Schwarm. Ganz genau, und das ist der Sinn der Sache. Ich habe die Firma leren kennen in Deutschland, omdat ich auf einem Kongress war in Deutschland. Ich habe mit den Menschen uitvoerig gepraat en ze kennen hun klassiekers, als ik het zo mag zeggen. Ze zijn zeer goed op de hoogte van de studies. Ze kennen heel goed zowel de mechanismes in de bijen als de varroa. Want wat mij opvalt is, bij onze imkers, en ik praat toch redelijk wat met imkers, het mechanisme van reproductie, dat kent men, wat varroa betreft. Dat is geen probleem. Hoe dat men moet behandelen, kent men ook. Geen enkel probleem. Maar de condities, de mechanismes die varroa hanteren om uiteindelijk in leven te blijven, dat is veel minder gekend bij imkers. En ik denk dat het wel belangrijk is om daar ook inzicht in op te doen. Ken de vijanden en weet hoe dat je ze moet bemeesteren. Dat is iets waar die mensen zeker en vast mee bezig geweest zijn. En ze hebben een kast ontwikkeld die eigenlijk heel dicht bij de strooien korf aanleunt. En je hoort mij juist zeggen, de luchtvochtigheid in de strooien korf is iets van een 46%, waarbij dat ze dus die luchtvochtigheid hebben kunnen naar beneden brengen. En zij gebruiken stro. De zijkanten van hun kas is volledig in stro, waarbij dat die bijen ook weer gaan propoliseren, maar je krijgt daar een dampscherm, waarbij dat de warmte goed wordt bijgehouden en langzamerhand het vocht wordt uitgedreven. Ja. Ik heb ook van hun studies gezien en dergelijke meer. Ik heb de indruk dat dat een heel solide kast is. Also wir vernetzen die Imker mit den Optimalfreunden, die bereits so imkern. Die können direkt dahin fahren in ihre Nähe, schauen, was haben sie für eine Rückmeldung. Aha. Sie können sich das zeigen lassen. Und natürlich haben wir das hier im Internet, haben wir eine Internetseite. Wir machen Direktvertrieb, das ist am preiswertesten. Und da können Sie das alles bestellen. So,
Danke sehr. Also ich gehe zurück nach den flämischen Freunden. Herzlichen Dank für alles und für Ihren Besuch hier in Belgien. Und hoffentlich sehen wir einander zurück. Sehr gerne. So, dames en heren, een heel speciale kast, een mooie kast. Ik heb het in een notendop kunnen ervaren, dus hij zou volledig varroa-vrij kunnen worden. Zonder chemicalen, zonder chemische gebruikmiddelen. Dus het ziet er inderdaad iets uit om toch even mee aan de slag te gaan. Willen jullie meer informatie, dan gaan wij natuurlijk de gegevens van deze mensen heel graag op onze site zetten en via Facebook melden. En dan kunt u er misschien zelf ook verder mee aan de slag. Dankjewel voor het kijken en tot een volgende reportage van het Vlaams Bijeninstituut.